Die einfachste, sicherste und auch für den Patienten angenehmste Methode ist die, den Aderlass mittels einer Vakuumflasche mit einem Infusionsbesteck und einem Butterfly zur Punktion der Vene zu machen. Dieses System hat den Vorteil, dass man nicht mit offenem Blut hantieren muss, sondern das Blut immer in einem geschlossenen System verbleibt, dass wir mit sterilen Einmalmaterialien arbeiten können und dass deswegen auch keinerlei Risiko eben für den Patienten oder auch für den Therapeuten besteht. Wir sehen jetzt in der Detailaufnahme hier nochmal das Infusionsbesteck sowie den Butterfly. Vor dem Aderlass muss man die Vakuumflasche und das Infusionsbesteck vorbereiten. Dazu nimmt man zunächst mal den Plastikdeckel von der Flasche. Und eine ganz wichtige Aktion ist es, man muss den Schiebeverschluss an dem Infusionsbesteck komplett schließen. Denn wenn man das nicht macht, dann saugt sofort Luft in die Flasche und das Vakuum existiert nicht mehr. Dann nimmt man den Schutzdeckel von dem Dorn und sticht in den runden Kreis, in dem Gummipfropfen der Flasche mit etwas Kraft diesen Dorn hinein. Und dann ist das Infusionsbesteck fertig für den Aderlass. Wir zeigen jetzt die Durchführung eines Aderlasses. Nach Desinfektion der Haut und Stauen wird die Vene punktiert. Dieser Patient hat eine ausgesprochen gut zu punktierende Vene und man sieht, dass das Blut sofort in den Schlauch schießt. Jetzt wird ganz vorsichtig mit dem Schieberegler das Vakuum reguliert. Dabei muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell fließt, beziehungsweise dass das Vakuum im Schlauch nicht zu groß wird, sonst drückt es nämlich den Schlauch zusammen und es fließt wieder langsamer. Wie man sieht, habe ich jetzt eben auch die Staubbinde gelöst. Die ist in dem Fall jetzt nicht mehr notwendig. Wenn man den Schlauch nicht die ganze Zeit festhalten möchte, kann man ihn auch mit einem Klebestreifen fixieren und dann kann man die Vakuumflasche auf den Fußboden stellen, damit durch das Gefälle auch noch ein besserer Blutabfluss möglich ist. Man lässt das Blut in aller Ruhe dann in die Flasche fließen. Und man sieht hier, dass da doch einiges zusammengekommen ist. Ziel bei diesem Patienten waren 300 Milliliter und die sind jetzt fast vollständig in der Flasche. Und jetzt wird die Kanüle entfernt. Wichtig dabei ist, dass die Stauung vorher gelöst wird, denn wenn man die Kanüle aus der Vene zieht, bei bestehender Stauung schießt einem sofort das Blut entgegen und es gibt einen schönen Bluterguss hinterher. Die Kanüle wird gezogen und anschließend drückt der Patient für 3 bis 4 Minuten auf die Einstichstelle. Und jetzt ziehe ich mit dem restlichen Vakuum das Blut, was noch im Schlauchsystem vorhanden ist, in die Flasche hinein. Und dieses ganze System kann jetzt mit dem Hausmüll entsorgt werden.